Sayın bayanlar ve baylar, iyi günler. Hoş geldiniz. Dear friends of Logitrans and TN Talk Edition 2016. Now I switch into German, auch auf Deutsch. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Interviewrunde. Ich freue mich ganz herzlich, bei mir Herrn Gerhard Gerritsen sitzen zu haben, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe München International GmbH und gleichzeitig auch im Rahmen der Logitrans zusammen mit Eisberg im Rahmen eines gemeinschaftlichen Joint Ventures der Organisator und Ausgestalter der Logitrans-Messe. Herr Gerritsen, hoş geldiniz und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Gerritsen, Sie wissen, TN Talk ist ein neues Interviewformat hier auf der Logitrans, wo wir sehr explizit auch mit ausgewiesenen Experten aus verschiedenen Gruppen, sei es Politik, Verband oder auch von Ausstellern aus der Logistikindustrie über aktuelle Themen in der türkischen Logistikindustrie sprechen wollen. Sie als Aussteller, da frage ich mich ganz persönlich jetzt mal an Sie, lehnen Sie sich einfach mal zurück, es ist die 10. Jubiläumsmesse, atmen Sie einmal kräftig ein und überlegen Sie, wie ist es bisher angelaufen? Ja, wir sind bisher hochzufrieden. Wenn man die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sieht, definitiv. Wenn man wahrnimmt, dass einige Messen hier in Istanbul auch abgesagt worden sind in den letzten Monaten, kann man, glaube ich, nicht anders als zufrieden sein, wenn man einen relativ kleinen Rückgang nur bei den Ausstellern hat. Wie die Besucherzahl aussehen wird, wissen wir, am Freitagabend. Aber die Besucherzahlen gestern waren exzellent. Und heute wirkt es auch noch voller. Mein Gefühl für heute ist auch nicht schlecht. Von daher können wir nicht anders als zufrieden sein. Also ich drücke Ihnen und Ihrem Messeteam ganz herzlich die Daumen. Ja, aber mein Gefühl sagt mir heute am zweiten Tag, es ist deutlich voller als nochmal gestern, hat nochmal kräftig angezogen. Und von daher spricht das auch ein Stück weit für die Logitrans, wenn man sieht, dass andere Messeaussteller gar nicht erst mehr seit dem 15. Juli richtig zum Zuge gekommen sind. Ne? Ja. Man kann ja sagen, und das ist ja tatsächlich so, die Logitrans ist die Schwestermesse der weltweit führenden Branchenleitmesse Transport und Logistik, die alle zwei Jahre durch Ihr Haus in München auch ausgetragen wird. So ist es, ja. Jetzt blicken wir mal auf 10 Jahre zurück, 10. Jubiläumsmesse heute in Istanbul. Wo sehen Sie die Unterschiede zu den vergangenen Jahren von der Entwicklung her? Ja, wir sind ja vor 6 Jahren erst hier mit dazugekommen. Ja. Die ersten 4 Ausgaben wurden ja von unserem Joint-Venture-Partner alleine organisiert. EQMMI, ne? Die Messe war damals sehr domestik, also die internationalen Firmen haben weitgehend gefehlt. Die Messe hat auch nicht hier in diesen beiden Hallen, sondern in der Halle, unter der Halle 9 stattgefunden. Ja. Und wenn man jetzt diese Veranstaltung, als wir dazugestoßen sind, mit der Veranstaltung heute vergleichen, fällt zum ersten auf, dass die Präsentation der Aussteller sich den internationalen Messen angeglichen hat. Also der Standbau auf dieser Messe ist State of the Art. Sie finden sowas auch in Frankfurt, in München, definitiv. In Shanghai. Wir haben draußen auch Telematikanbieter mit einem Trailer. Das ist, das ist wirklich vergleichbar. Sie finden hier auch sehr viele internationale Namen. Um einen Bereich mal rauszugreifen, den Air-Cargo-Sektor. Bis vor 3 Jahren gab es einen einzigen Aussteller, die Turkish Airlines mit ihrem Cargo-Bereich. Inzwischen sind es eine ganze Handvoll Firmen. Das heißt, es ist ein Segment, was sich weiterentwickelt. Auch von der Awareness her, ne? Was man hier nicht so auf den ersten Blick sieht, ist zum einen die Zahl der Besucher, die sich in den letzten Jahren wirklich von Messe zu Messe erhöht hat, zahlenmäßig. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr, Herr Gerritsen, so 14.500 Teilnehmer. Ne? Aber auch von der Qualität der Besucher. Mhm. Damals vor 6 Jahren sind am letzten Messetag noch überwiegend Lkw-Fahrer mit ihren Familien gekommen. Die sehen Sie jetzt auf der Messe gar nicht mehr. Also die Messe hat sich von so einem Mischevent
zu einem reinen B2B-Event gewandelt. Also die Besucher, die Sie hier haben, sind allesamt Fachbesucher. Wir haben auch jede Menge Studenten dabei, was uns freut, weil das sind die Logistiker von morgen. Wir hatten es gerade erst von der Istanbul-Universität. Das finden wir ganz toll und ich bin gestern auch beim Rundgang angesprochen worden von den Studenten. Sie wollen unbedingt nach München auf unsere Transportlogistik. Haben Sie schon einen Flieger gechartert? Nein, noch nicht, aber wir sind im Kontakt. Ich meine, die Kollegen vom Ministerium in Berlin waren ja auch da. Da werden wir sicherlich eine gute Lösung für die Studenten finden können. Ich hoffe. Ich drücke die Daumen. Sie hatten es angesprochen, die Logitrans-Messe wird ja im Rahmen eines Joint Ventures ausgetragen. Hand aufs Herz. Unter gleichberechtigten Partnern. Wer ist der Tonangeber, Herr Gerritsen? Unter gleichberechtigten Partnern kann es keinen Tonangeber geben. Das ist ein 50-50 Joint Venture. Mhm. Das heißt, wir können alles blockieren. Unsere türkischen Freunde können alles blockieren. Mhm. Das heißt, wir sind letztendlich zur Zusammenarbeit verdammt. Und die klappt auch verdammt gut. Haben Ihre türkischen Kolleginnen und Kollegen Ihnen schon erklärt, wie man türkisch arbeitet über die Jahre? Ach, das eine oder andere kriegt man so bei the way mit und sie lernen ja auch, wie wir arbeiten und ich glaube, wir haben uns da inzwischen sehr gut arrangiert. Ich glaube, man kann das auch ganz gut zusammenfassen unter flexibles Planen, ne? Ja, es, in der Türkei ist manchmal, auf Messen ist grundsätzlich sehr viel Improvisation gefragt. Merkt man ja auch heute zum Beispiel im Programm. Ne? Ohne Improvisation geht es überhaupt nicht bei Messen, egal wo auf der Welt. Und unsere türkischen Freunde sind exzellent im Improvisieren. Sie hatten schon, das haben Sie gut ausgedrückt, Sie hatten jetzt auch nochmal erwähnt, Messearbeit im internationalen Kontext. Jetzt werfen wir einfach mal den Blick jetzt mal jenseits der Logitrans. Wie nehmen Sie denn persönlich, denn Sie hatten mir auch erst vor kurzem erzählt, wie häufig Sie auch im Ausland verkehren mit Ihrer Messearbeit. Wie nehmen Sie denn Messearbeit im internationalen Kontext wahr im Vergleich zu Deutschland? Ja, jedes Land hat so seine eigenen Geflogenheiten. Das heißt, es ist nicht möglich, ein Messeformat beispielsweise aus Amerika oder aus Deutschland eins zu eins in andere Länder zu übertragen. Was wir merken in den Ländern, in denen wir aktiv sind, ist, dass ein hohes Interesse daran besteht, Messen in einer Qualität durchzuführen, wie man es aus Deutschland kennt. Wenn wir zum Beispiel in Indien eine Messe veranstalten und die Rahmenbedingungen dort sind manchmal wirklich sehr schwierig, allein was das Gelände angeht, was Qualität vom Standbau angeht, von den Materialien, die man bekommen kann, erwarten die Aussteller, insbesondere aber auch die indischen Aussteller, die gleiche Qualität wie in München. Und wir beobachten sowohl hier auf der Logitrans als auch auf unseren Messen in China als auch in Indien, man sieht es exemplarisch am Standbau, dass sich das sehr schnell auf ein sehr gutes westliches Niveau entwickelt. Die Firmen wollen sich präsentieren und die Firmen wollen auch zeigen, dass sie auf Augenhöhe wettbewerbsfähig sind. Und es zeigt sich in der Art der Messepräsentation. Was macht denn aus Ihrer Sicht die Logitrans besonders? Für viele Ausländer, die hierher kommen, ist zum einmal der Reiz von Istanbul zu nennen. Also definitiv. Istanbul wirkt faszinierend auf diejenigen, die zum ersten Mal da sind. Auch auf diejenigen, die oft hier zu tun haben. Das heißt, es ist für alle eine Freude, geschäftlich nach Istanbul reisen zu dürfen. Das ist sicherlich kein unwesentlicher Faktor. Das Zweite, auch wenn es im Moment aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen schwierig ist, Istanbul und die Türkei ist wirklich die geborene Drehscheibe zwischen den
Verkehren aus Europa, mit Verkehren im Mittelmeerraum, mit den Staatsstaaten, mit dem arabischen Raum, aber auch hoch bis China. Ja. Im Moment gibt es an den einen oder anderen Stellen Blockaden. Durch Syrien kommt man nicht durch. Ja. Es gibt viele Konfliktbereiche, aber nichtsdestotrotz darf man nicht immer den Tag sehen, den heutigen Tag, sondern man braucht die Perspektive. Und perspektivisch ist die Türkei selber ein hochinteressanter Markt und hat natürlich auch das Potenzial für eine exzellente Brückenfunktion, die von den türkischen Firmen auch besucht wird. Und das, was wir hier wahrnehmen, dass sich viele türkische Unternehmen, auch von reinen in der Türkei tätigen Unternehmen, zu in Europa tätigen. Nehmen Sie beispielsweise Ekol auch, ne? Bis zu weltweit tätigen Unternehmen. Oder Netlock. Entwickeln. Also Netlock ist ein Paradebeispiel für ein türkisches Unternehmen, USA, was China. Inzwischen ein World Player geworden Definitiv. Ist. Definitiv. Also muss man sich in keinster Weise vor sogenannten Global Players auch nicht verstecken, ne? Nein. Auf was dürfen sich denn Aussteller und Teilnehmer, Herr Gerritsen, nächstes Jahr freuen bei der Logitrans? Also wir hoffen, dass sich die Verhältnisse, das Umfeld nächstes Jahr gegenüber diesem Jahr, was besonders schwierig war, deutlich verbessern und wir dadurch insbesondere im Bereich der ausländischen Aussteller wieder zu einem guten Wachstum zurückfinden. Ich drücke Ihnen da ganz herzlich die Daumen. Wagen wir einen Ausblick über das kommende Jahr hinaus? 4 Jahre im Voraus, das Jahr 2020. Wie wird die Logitrans da aussehen? Es ist natürlich ein gewagtes Unterfangen, in die Zukunft zu blicken. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Logitrans dann nach wie vor eine sehr erfolgreiche Messe sein wird, dass sie weiterhin hier die Nummer 1 im Markt in der Türkei sein wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch ein paar türkische Unternehmen, die wir gerne auf der Messe hätten und ein paar internationale Unternehmen auch zusätzlich als Aussteller gewinnen können. Wir arbeiten dran. Ich drücke Ihnen ganz herzlich die Daumen, Herr Gerritsen. Ja. Jetzt werfen wir einfach hier mal kurz auf einen Blick auf die Messe. Sie sind ein Messeprofi, Sie sehen Dinge, die wir jetzt quasi auch hier nicht sehen. Was ärgert Sie gerade am meisten, wenn Sie hier in die Runde schauen, organisatorisch? Ich glaube, ich werde Ihnen nicht verraten, wo die Säge klemmt. Wenn wir Beschwerden bekommen oder wenn wir was sehen, schauen wir, dass wir das möglichst schnell abstellen. Es gibt Dinge, die wir selber nicht beeinflussen können. Zum Beispiel das WLAN hier im Gelände. Darüber gibt es immer wieder Beschwerden. Haben wir doch auch in Deutschland, ne? Aber bei der Bahn. Ja, aber wenn Sie auf unser Gelände nach München kommen, da finden wir exzellente WLAN-Bedingungen vor. Also bei uns können 15.000 Leute gleichzeitig ins WLAN gehen. Wenn wir hier weniger als 10% davon hätten, wären wir hochzufrieden. Aber das sind Themen, die werden sich einrenken. Ansonsten laufen wir mit offenen Augen über die Messe. Und wenn uns irgendwas auffällt, was nicht so sein sollte, wie wir uns das vorstellen, dann schauen wir, dass wir das sehr schnell abstellen. Herr Gerritsen, ich darf mich bei Ihnen im Namen aller Aussteller und Logitrans-Besucher in diesem Jahr bedanken. Ich weiß das und ich glaube auch viele Aussteller und Teilnehmer wissen auch ganz genau, was sich eigentlich hinter den 2,5 Tagen auch tatsächlich verbirgt an organisatorischer Leistung. Ja, vielen Dank. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Auf Wiedersehen, Herr Gerritsen in Deutschland. Auf Wiedersehen.